Ich bin Willi. Und ich bin Carola. Und gerade Carola ist vielleicht Deutschlands asozialste Arbeitslose, die natürlich mal wieder überhaupt keinen Bock hat, arbeiten zu gehen. Du kannst dir ja nicht jetzt irgendwie Arbeit suchen und dann sagen, du bist vom Jobcenter weg. Ja, doch, könnte man. Ja, aber nicht von heute auf morgen. Und die übrigens eine unfassbare Menge Schulden hat. Also, zuletzt waren es insgesamt 62. Ich habe jetzt nochmal meine aktuellen 62.000 Euro. All das und noch einiges mehr gibt's in der nächsten wundervollen Folge von Willi, Carola und armes Deutschland. Und ich weiß zwar nicht, ob ich mich drauf freuen soll oder sicherheitshalber schon mal eine Packung Antidepressiva hier hinlege. Trotzdem werde ich es wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Heute statt meinem Intro allerdings nochmal ein kleiner Disclaimer. Mir und dir ist hoffentlich völlig klar, dass Carola und Willi keinesfalls repräsentativ für den typischen deutschen Bürgergeldempfänger sind. Und so möchte ich das ausdrücklich auch nicht verstanden wissen. Und was davon genau stimmt und was gestellt ist, kann ich nicht sagen, aber wir schauen es uns jetzt trotzdem gemeinsam an. Hallo, ich bin Alex und die übliche Erinnerung, auch armes Deutschland kannst du in voller Länge natürlich auf RTL Plus schauen, das ist immer einer der ersten Links in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, wir starten heute mal mit Carola. Die ist jetzt ja schon eine ganze lange Weile von Willi getrennt und wohnt bei ihrem Stefan und da haben die Zeit doch bestimmt jetzt langsam mal genutzt, um die Wohnung schön zu machen. Nein, natürlich nicht. Ich wohne jetzt genau ein Jahr hier, seit letztes Jahr. Ich sehe das gemeinsam unsere Wohnung an, weil er bezahlt die Hälfte, ich bezahle die Hälfte an Miete. Nee, er bezahlt die Hälfte, du bezahlst die Hälfte. Eigentlich bezahlt doch das Amt, oder? Na gut, aber mal davon abgesehen, wie viel müsst ihr denn überhaupt bezahlen? Für jemanden, der nicht so viel Geld hat, ist es natürlich sehr wichtig, solche Zahlen gut im Kopf zu haben. Deswegen hat Carola auch keine Ahnung. Ich bezahle Hälfte, glaube ich, irgendwas mit 200. Aber im Prinzip zahlt ihr das Amt die Miete. Ja. Und den Rest, die Miete wird vom Amt ja bezahlt und den Rest bezahlen wir dann von uns aus. Was offen ist, wie Telefon, Internet. Ja, Carola, also ich verstehe sogar, was du meinst. Du bekommst natürlich einen Betrag ausgezahlt und von dem zahlst du dann Internet und Telefon. Aber streng genommen zahlt es natürlich auch das Amt, weil von denen hast du das Geld. Das verstehst du, ne? Nein, Internet und so nicht. Carola, nochmal. Ich meine, das Geld ist von Hartz IV oder Bürgergeld. Keine Ahnung, von wann die Folge jetzt ganz genau ist. Das bedeutet, das Amt und damit der Staat und damit eigentlich streng genommen wir alle zahlen dafür, dass du Internet hast. Ist eigentlich auch eine schlimme Vorstellung. Ja, aber trotzdem bezahlen nur das Amt die Miete für uns. Und das Hartz IV, womit du den Strom zahlst. Genau, richtig. Wir merken, Carolas Logik ist mal wieder absolut on point. Aber mal so ganz nebenbei, Carola, und das ist wirklich eine Frage, die ich mir tatsächlich stelle. Wie ist es eigentlich, noch nie in seinem Leben gearbeitet zu haben, zu wissen, dass aber andere Leute permanent für einen arbeiten? Da muss man doch eigentlich irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, oder nicht? Schlecht? Aber was willst du anders machen? Du kannst dir ja nicht jetzt irgendwie Arbeit suchen und dann sagen, du bist vom Jobcenter weg. Alter, Carola, willst du mich verarschen? Und ich bin ganz ehrlich, du machst mich wirklich wütend und ich sag's gerne nochmal. Klar, wir wissen nicht, wie viel von RTL 2 gestellt ist, aber wir müssen jetzt auch nicht denken, dass Carola eigentlich Universitätsdozentin ist, die nach dem Dreh dann irgendwie wieder anfängt, BWL zu lernen. Die denkt das schon wirklich. Also nochmal ganz deutlich, Carola, natürlich könntest du arbeiten gehen, du tust es nur einfach nicht. Ja, aber nicht von heute auf morgen, das funktioniert nicht. Ach, ich sollte, glaube ich, ein bisschen an meinen Blutdruck denken. Aber okay, trotzdem gibt es natürlich noch weitere wichtige Fragen, wie zum Beispiel, wie lange ist Carola denn eigentlich schon arbeitslos? Wir haben das ja in den vergangenen Folgen manchmal so ein bisschen gehört, aber man sollte sich das, finde ich, nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und mein Gott, wir haben 2023. Ungefähr 2003. Hast du jemals irgendwas gearbeitet? Nur ein Praktikum gemacht. Und das war's? Ja, und seitdem gar nichts mehr. Seitdem bin ich praktisch nur noch Hausfrau. Hausfrau? Nein, Carola, du bist arbeitslos, weil Hausfrau würde ja bedeuten, du kümmerst dich ums Haus oder um die Wohnung oder du kochst oder du machst sonst irgendwas. Aber dass das nicht der Fall ist, hat uns RTL 2 dann mit dem nächsten Schnitt nochmal sehr eindrucksvoll bewiesen. Vielen Dank, lieber Kameramann, auch wenn ich einige von den Sachen lieber hätte gar nicht sehen wollen. Ja, ja, man merkt, sie ist wirklich Hausfrau. Aber wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Wenn sie wirklich seit 2003 nicht mehr gearbeitet hat, dann hat sie ja dieses Jahr das große Arbeitslosenjubiläum. Yay, ich hoffe, sie bekommt dann nicht noch einen Bonus vom Amt. Aber okay.
Ich bin ganz ehrlich, ich weiß jetzt wie gesagt nicht, was bei Carola alles so echt ist. Es gibt ja aber Langzeitarbeitslose und deswegen finde ich die nächste Frage super interessant. Wie viel Geld hat Carola denn eigentlich in ihrem ganzen Leben schon bekommen? Das müssen ja Unsummen sein. Aus ungefähr, was soll ich da ausrechnen? Das kann ich nicht sagen. Zu hoch. Ja, auf jeden Fall. Also hast du keine Vorstellung? Nein, leider nicht. Und an dieser Stelle muss man natürlich nochmal sagen, ich fand, das hat man jetzt in dieser Szene vielleicht sehr deutlich gemerkt, sicherlich ist bei Carola im Kopf auch nicht alles richtig. Vielleicht ist sie lerneingeschränkt, vielleicht hat sie irgendein anderes Krankheitssymptom oder irgendeine Krankheit. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass da wirklich ganz schön viel Geld geflossen ist. Es ist sehr, sehr schwer, das zu berechnen. Ich habe jetzt einfach mal einen der letzten Regelsätze genommen. Das waren 449 Euro. Mir ist natürlich klar, dass sie nicht immer so viel bekommen haben wird. Manchmal hat sie ja, glaube ich, auch gar nichts bekommen. Manchmal vielleicht mehr. Dafür streichen wir dann aber mal die ganze Miete und Krankenkasse und nehmen nur den Regelsatz. Also 449 mal 12 mal 20 und ich kriege das jetzt nicht ganz exakt im Kopf hin, aber das sind über 100.000 Euro. Aber immerhin muss man sagen, dass Carola dieses Geld auch sehr gut anlegt. Sie und Stefan haben nämlich irgendwie ein ziemlich feudales Leben. Gehen wir vielleicht Pizza essen oder wir holen uns ein Hähnchen mit Pommes. Und wenn da eine Pommes fehlt, sage ich beim nächsten Mal, da hat eine Pommes gefehlt, dann kriegen wir noch extra. Oder vielleicht Kinobesuch. Wir holen uns mal ein Eis. Also das ist alles drin. Wisst ihr, was ich lustig finde? Dass ich vor Jahren aufgehört habe, ins Kino zu gehen, weil ich einfach finde, dass es mittlerweile viel zu teuer ist. Aber okay, schön, dass Carola und Stefan so ein richtig tolles Leben führen. Aber mal so ganz nebenbei, findet ihr das denn fair? Und seid ihr wenigstens zufrieden mit den Leistungen, die ihr bekommt? Mit Hartz IV, ob es sonst gut geht. Könnte schon was mehr sein an Geld, aber naja, man kann mit leben, man kann mit leben. Wenn man nicht so viel ausgibt, dann hat man ja auch noch Mitte des Monats Geld. Ach, man hat sogar in der Mitte des Monats noch Geld. Ich frage mich gerade ein bisschen, was die am Ende des Monats machen. Da gehen sie dann wahrscheinlich nicht mehr ins Kino. Aber das wurde an dieser Stelle dann leider nicht mehr erklärt. Stefan erklärt uns dann aber nochmal seinen entscheidenden Spartipp als Hartz-IV-Empfänger. Nämlich nicht jeden Tag für 25 Euro Bier kaufen. Ja, da kann ich auch empfehlen. Dann könnte man auch mit Hartz IV auch bis Ende des Monats über die Runden kommen. Also insgesamt bin ich zufrieden. Im Moment habe ich nichts auszusetzen. Oh Mann, ich weiß zu den beiden manchmal nicht, was ich sagen soll. Aber gut, zu Willi und Carola gehört natürlich auch Willi. Den haben wir ja auch schon länger nicht mehr gesehen. Und der lebte ja letztens noch eigentlich bei seiner Freundin. Als das Kamerateam ihn aber das nächste Mal besucht, ist er da nicht mehr, sondern im Wald. Und nein, das ist leider keine Übertreibung. Das ist jetzt alles das, was ich jetzt noch habe hier. Ne? Für mich ist das auch nicht schön, dass ich jetzt wieder im Zelt leben soll, im Zelt leben muss, aber was soll ich anders machen? Ja, richtig gesehen, Willi ist tatsächlich wieder obdachlos. Und das, obwohl er ja sogar wirklich immer noch arbeitet und das eigentlich nicht möchte. Aber er hat einfach keine Wohnung gefunden und seine Freundin konnte ihn nicht länger beherbergen, weil der Vermieter dann irgendwann mal Ärger gemacht hat. Trotzdem gibt sich Willi ganz große Mühe, noch irgendwie vernünftig durch die Welt zu laufen. Und ich weiß, er kann auch super anstrengend sein, aber an dieser Stelle von mir mal einen Daumen nach oben. Ich lauf sauber rum. Mir sieht keiner an, da ich auf der Straße lebe. Und das ist auch wichtig. Ne? Und also ich muss jetzt noch ein bisschen was aufräumen, ne? Weil letztens durch den Sturm, den wir hatten, ist mir die ganze ein bisschen mal fliegen gegangen. So, vorige Woche war schon mal das Ordnungsamt da und haben dann auch geguckt, weil die kommen ja auch öfters. Okay, Willi, wie gesagt, finde ich ja erstmal ganz gut. Also ich finde es nicht gut, dass er da ist, aber ich finde es gut, dass er sich da versucht, so ein bisschen zusammenzuraufen. Aber nur nochmal für mein Verständnis. Also warum genau hat das denn jetzt mit der Wohnung nicht geklappt? Weil in einer der letzten Folgen warst du ja noch relativ optimistisch. Es ist ein Teufelskreis, eine Wohnung überhaupt zu finden. Erster Punkt ist, es ist einmal schon, dass wir obdachlos sind. Zweiter Punkt ist natürlich die große Nachfrage nach den ganzen Wohnungen. Da hat Willi natürlich einen Punkt. Und wisst ihr, woran mich das immer erinnert? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Der Hauptmann von Köpenick von, glaube ich, Karl Zuckmeier heißt da. Da ist es ja auch so, dass die Hauptperson eine Aufenthaltsgenehmigung braucht, aber dafür braucht sie einen Job. Aber um einen Job zu bekommen, braucht sie eine Aufenthaltsgenehmigung und dann wird alles ganz komisch. Irgendwie hat sich Deutschland seit der preußischen Zeit da nicht wirklich weiterentwickelt. Aber okay, wir gucken mal, was sonst noch so bei Willi geht. Der hat nämlich manchmal auch Stress mit dem Ordnungsamt. War aber durch andere, die haben von draußen irgendwie ihr Zelt gesehen und haben sich dann beschwert und alles. Und dann kamen die dann und hatten dann gesagt, ja, ich bin vernünftig, alles drum und dran, ich halte das auch sauber hier und deswegen haben die dagegen nichts.
Immerhin, könnte man sagen. Und natürlich sucht Willi weiter eine Wohnung, aber das ist mehr oder weniger jetzt noch aussichtsloser als vorher. Denn in seiner Firma hat sich leider nichts geändert im Vergleich zur letzten Folge. Ja, und ohne Geld keine Wohnung. Und ohne Wohnung dann nicht mehr Geld. Und naja, ihr wisst schon. Also Problem ist, ich bin im Moment auf Kurzarbeit, ne? So, das wäre das nächste Problem. Da habe ich jetzt monatlich erstmal nur 1.000 Euro zur Verfügung. Da zieht dann jeder Vermieter natürlich auch nicht so gerne. Wenn dann einer ankommt und sagt, hier, guck mal, ich habe nur 1.000 Euro zur Verfügung, ne? Ist dann auch überlegen, kann er das bezahlen oder kann er das nicht bezahlen? Wie macht er das denn mit Kaution und so weiter, ne? Und ich weiß, ich bin in diesem Format hier oftmals sehr kritisch, aber dass Willi deswegen auch nicht mehr wirklich Bock hat, noch weiter nach einer Wohnung zu suchen, das kann ich sogar verstehen. Denn irgendwann ist bei jedem Menschen einfach so eine Grenze erreicht, wo man dann auch einfach keine Energie mehr hat. Im Moment habe ich das erstmal ein bisschen auf Eis gelegt. Ich habe so viele Absagen gekriegt, alles drum und dran. Ich kann es schon gar nicht mehr zählen. Das ist einfach nur frustrierend, das dann. Und wisst ihr, warum ich dieses Format sogar irgendwie mag, obwohl ich es gleichzeitig ganz schrecklich finde? Man kann sich da nämlich richtig gut aufregen, über Carola zum Beispiel, aber man kann an vielen Stellen auch einfach mal Mitgefühl haben und sich nochmal darüber klar werden, dass natürlich Menschen, die keine Arbeit haben, beziehungsweise Menschen, die wenig Geld haben, es einfach nicht gut haben in diesem Land. Willi, tut mir ganz schön leid. Ich habe eigentlich die ganzen Jahre immer weiter gekämpft und irgendwann, in die ganze Zeit immer gekämpft und das. Ne? Und irgendwann ist bei mir auch mal so das Ding mal erreicht, wo ich dann auch mal sage, so, jetzt brauche ich erstmal eine Pause für mich und alles. Ne? Ich sag mal, ich gebe mich zwar nicht auf, aber im Moment geht's halt, geht's nicht. Puh, aber wisst ihr, was ich mich auch immer noch ein bisschen frage? Willi hatte ja eigentlich eine neue Partnerin, nämlich Caroline, die wir leider noch nie gesehen haben und bei der ich mir immer noch nicht so sicher bin, ob sie überhaupt gibt. Ist die eigentlich noch da und was hält die von der momentanen Situation? Ja, weiß die. Wie hat sie reagiert, als du sie gesehen hast? Ganz normal. Sie hat nur gesagt, sie find's halt traurig, weil sie da so leben muss, wo ich arbeiten gehe und das hat sie auch gesagt. Okay, aber was ich nicht verstehe ist, die wollte doch Willi in der letzten Folge irgendwie ein Trikot und eine Playstation schenken. Keine Ahnung, ob das jetzt die aktuelle Playstation ist, aber es sind doch irgendwie 500 Euro. Warum nimmt die Willi denn nicht bei sich auf? Und sehen die sich überhaupt noch? Also kommt die dann zu Willi und übernachtet da oder wie muss ich mir das vorstellen? Machen wir das immer nur für einen Tag, machen wir das dann. Dann gehst du am Bahnhof abholen, schlendern wir erstmal durch den Bahnhof ein bisschen, dann gehen wir komplett spazieren. Na, dann gehen wir was essen. Ja, und dann ist dann eigentlich auch schon so spät nachmittags, dass er dann auch wieder nach Hause fährt, ne? Okay, Willi, aber nochmal. Ihr liebt euch doch. Und seit der letzten Folge ist ja auch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ihr seid jetzt ja so gesehen schon relativ lange zusammen. Ihr müsst ja vielleicht nicht unbedingt gleich zusammen wohnen, aber du kannst doch mal wenigstens finanzielle Unterstützung annehmen oder mal ein paar Wochen da sein. Warum zum Teufel geht das bitte nicht? Im Moment ist es halt zu früh für uns. Ne, mit zusammenziehen alles. So, und deswegen reden wir doch gar nicht mehr drüber. Traurig, aber für mich auch sehr unverständlich. Und ich bin ehrlich, auch wenn das jetzt hier nicht so passend ist, ich halte diese Freundin irgendwie immer noch für nicht wirklich existent. Ihr könnt mir wie immer natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ansonsten gibt es bei Willi aber immerhin eine kleine positive Sache. Er hat sich, wenn man so möchte, zelttechnisch immerhin ein bisschen verbessert. Also ich habe ein neues Zelt gekriegt, ne? So von innen schwarz, von außen weiß, wegen der Wärme, wenn der Sommer kommt und alles. Woher hast du das? Habe ich von den Straßenwächtern gekriegt. Wo auch die Isomatte her war. Wo auch die Isomatte her war und wo ich jetzt mittlerweile auch für am Kochen bin. Ah, okay, und natürlich cool. Das ist so ein Verein, der sich tatsächlich einfach für wohnungslose Menschen, ich glaube in Köln und der Umfeld, einsetzt. Ist natürlich großartig, dass es das gibt. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass Willi auch was zurückgeben möchte. Und im Gegensatz zu Carola ist der halt manchmal einfach ein lieber Typ, glaube ich. Bei denen stehe ich jetzt im Moment steh in der Küche und bin für die Obdachlosen draußen am Kochen. Das gibt mir die Chance, da wieder in dem Sinne mehr Kraft zu sammeln, da ich dann später wieder richtig motiviert bin. Würdest du sagen, Arbeit gibt dir Kraft? Die Arbeit gibt mir wirklich Kraft, ja. Deswegen habe ich ja meine Arbeitsstelle, deswegen mache ich das. Und bei Willi hat man sowieso das Gefühl, Arbeit ist für ihn was ganz, ganz Wichtiges. Und ich weiß, dazu kann man ganz unterschiedlich stehen. Ich bin zum Beispiel ganz ehrlich, ich bin auch jemand, der Arbeit nicht unbedingt zum Leben braucht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt YouTube anschaue, ich würde das immer weitermachen, auch wenn ich im Lotto gewinne. Aber ob ich noch so viele Videos machen würde, weiß ich dann manchmal auch einfach nicht. Und ich glaube, viele von uns kennen das, dass sie manchmal einfach lieber im Bett bleiben würden. Für Willi ist Arbeit aber auch ein ganz, ganz wichtiger Halt. Und das ist dann ja so gesehen auch total cool, weil ich glaube, er braucht auch einfach was, um sich daran festzuhalten. Kann ich ganz ehrlich sagen, scheiße. Weil dann wüsste ich mit meiner Zeit nichts anzufangen, dann wüsste ich nicht, was ich tun sollte oder sonst irgendwas machen sollte.
Ich glaube, dann wäre ich genauso, vielleicht genauso wie die anderen auch. Dass ich mich da komplett aufgeben würde. Oh Mann, das mit Willi war jetzt ganz schön traurig. Da hilft manchmal ein bisschen Wut. Deswegen schauen wir uns jetzt nochmal Carola an. Und du, Carola, ich habe sowieso nochmal eine große Frage an dich. Also du bist jetzt seit ewigen Zeiten arbeitslos und hast in deinem Leben, wenn man ehrlich ist, ja nicht ganz so viel geleistet. Wenn du nochmal zurückreisen könntest, dann würdest du doch bestimmt ganz vieles anders machen, oder? Auf eine Art schon, aber auf der anderen Art, was früher ja nicht war, kann ich ja heute auch nicht jetzt von heute auf morgen alles ändern. Noch ein bisschen jung, wie alt bist du? 36 grad mal. Da kann man auch vieles machen. Und so viel älter werde ich jetzt auch nicht von heute auf morgen. Ah, Carola wird ja nicht so viel älter von heute auf morgen. Oh Leute, es ist traurig und es ist lustig und ich weiß manchmal echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber okay, Carola, du musst ja auch mal sowas wie einen Traumjob gehabt haben. Weiß ich nicht, Astronautin, Lokomotivführerin oder vielleicht Neurochirurgin. Wobei ich mich, glaube ich, nicht von ihr operieren lassen würde. Meine Lieblingsbeschäftigung wäre zur Abwechslung, das kriege ich auch in jedem Laden zu kaufen, bräuchte ich noch nicht mal viel für. Was denn? Die Werbung kommt auch oft in der Werbung, was ich gesagt habe. Ach, Puzzle. Zum Beispiel. Hä? Warte mal, ich habe dich nach deinem Traumjob gefragt oder deiner Lieblingsbeschäftigung, um damit Geld zu verdienen. Und dann sagst du Puzzle? Alter Carola, in welcher Welt lebst du denn eigentlich? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Moment. Das ist das Gleiche, wenn du Puzzles machst und die jetzt angenommen im Bilderrahmen reinsetzt und die verkaufst. Puzzle kann sich jeder kaufen, kann sich jeder in den Bilderrahmen setzen. Also die kriegst du unheimlich schlecht verkauft. Moment, du musst aber rechnen. Ich meine ja nicht normale Puzzle. Ich rede jetzt wie von einem 3D-Puzzle. Als Pyramide, wenn du das kaufst und das dann verkaufst mit Leuchten. Ja, wenn du meinst. Also erstmal finde ich es cool, dass Stefan sogar schon sagt, dass es eine scheiß Idee ist. Und dann verstehe ich das auch überhaupt nicht. Also erst sagt sie, sie redet nicht von dem 3D-Puzzle, dann meint sie aber ein 3D-Puzzle. Und dann will sie eine leuchtende Pyramide in 3D in den Bilderrahmen tun und den dann verkaufen? Ich habe auch keine Ahnung, was sie damit meint. Danach zeigt sie uns aber nochmal, was heute so an schönen Briefen gekommen ist. Und die, das muss man ihr lassen, heftet sie dann auch immer ganz brav ab. Die offenen Rechnungen von drüben. Die ganze Zeit. Auch die alten Rechnungen, die Mietschulden und von drüben. Das sind alles Schulden da drin? Ja. Alles, was bis jetzt angekommen ist. Ja, so welche Briefe kriege ich jetzt im Moment? Wo ich ja gar nichts mit irgendwie was nichts bestellt habe oder so. Okay, also mit anderen Worten, es handelt sich hier um alle möglichen Mahnungen und andere Sachen und Carola hat eine ganze Menge Schulden. Und als ich den Betrag gehört habe, bin ich fast umgefallen. Also. Zuletzt waren es insgesamt 62. Ich habe jetzt noch mal meine aktuellen 62, 1000 Euro. Alter, wie kann man denn sein ganzes Leben lang Geld vom Amt bekommen? Ungefähr, wie gesagt, über 100.000 Euro aus Auszahlungsbetrag. Und dann noch 62.000 Euro Schulden haben, weil man halt nicht mal seine Miete und so bezahlt hat. Was doch sogar das Amt getan hätte, wenn man sich drum gekümmert hätte. Oh Leute, ganz ehrlich, ich bin echt sprachlos. Manchmal möchte ich in so einer Folge einfach abbrechen und weinen. Aber sag mal, Carola, wie gehst du denn eigentlich mit deinen Schulden um? Das helft dich dann ab. Gucke nach, was das für ein Inkassoreim ist. Ja. Und das war's. Einfach abheften, ja. Fertig. Einfach abheften und fertig. Manchmal möchte ich das auch gerne mit Carola machen. Kann ich aber noch nicht, denn diese Folge ist zwar wieder vorbei, aber eine kommt auf jeden Fall noch und die ist wirklich sehr speziell. Da hat Carola nämlich die großartigste Geschäftsidee aller Zeiten. Wenn du möchtest, dass ich das noch kommentiere und es nicht verpassen willst, würde ich mich jetzt noch sehr freuen, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst und ich würde mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du mir sonst noch einen weiteren Gefallen tun magst, kannst du auch sehr, sehr gerne bei meinen Partnern vorbeischauen. Zum einen ist das Holy, das sind anrührbare Getränke zu einem sehr, sehr coolen Preis. Man muss nichts mehr schleppen und da ist auch nicht ganz so viel Bullshit drin. Oder aber du kannst auch sehr, sehr gerne bei Instant Gaming Keys aller Art kaufen und ein bisschen zocken. Hoffentlich nicht ganz so viel wie Willi, Carola und Stefan. Aber ein bisschen ist natürlich erlaubt. Findest du auch ganz oben in der Videobeschreibung. Und streng genommen musst du da jetzt sowieso wieder draufklicken. Denn sonst bist du jetzt Carolas Schuldnerberater. Scary, huh? That fire hydrant's gonna get you.